Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche zeigen wir euch eine Ruine, über die nur wenig bis gar nichts herauszufinden war. Was ich allerdings herausfinden konnte, das erzähle ich euch am besten in den kommenden Minuten. Kommt nun also mit auf eine entspannte Tour durch verlassene Orte hier im Osten Deutschlands. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind Apex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch eine verlassene Villa und diverse Nebengebäude. Ich habe mich wie üblich auf den Weg durch das Netz begeben, suchte in diversen Registern, auf Karten und auf etlichen Seiten nach einem Hinweis zu dem hier gezeigten Objekt, doch wirklich was finden konnte ich nicht. Wir befinden uns weit draußen im Osten Leipzigs und ich kann euch sagen, viel zu sehen gab es auch hier nicht. Genauso wie im Netz. Aber irgendwie hatte das Gebäudeensemble irgendwas. Vermutlich war das auch der Grund, warum wir dennoch mal hierher gekommen sind. Und ganz ehrlich, bereut haben wir es nicht, auch wenn es nicht viel zu sehen gab. Ich möchte mich nicht aus dem Fenster lehnen. Allerdings vermuten wir, dass die drei Objekte auf noch vor den Zweiten Weltkrieg zurückgehen. Das zeigt uns zum einen die Bauweise, aber auch die verwendeten Materialien. Der Zustand ist eine Katastrophe gewesen und wenn man das Hauptgebäude um jeden Preis retten würde wollen, würde es vielleicht noch gehen. Aber mehr wie Grundmauern, der Keller und ein Erdgeschoss war nicht vorhanden. Eine Gemarkung der Stadt Leipzig fand ich genauso wenig wie eine Adresse oder eine Eintragung im Denkmalschutzregister des jeweiligen Stadtteils, in dem übrigens nur drei Objekte aktuell gelistet werden. Einzig und allein ein Grundstücksinserat fand ich auf mapio.net, in welchem man das Areal, beziehungsweise die Rede ist von einer Scheune, die man dort für rund 1000 Euro mieten kann oder konnte, denn ob das Ganze noch so mietbar ist, mag ich zu bezweifeln. Das Grundstück beziffert sich laut Inserat auf 10.000 Quadratmeter, wobei man hauptsächlich die Scheune mit ihren 150 Quadratmetern an den Mann bringen will oder wollte. Wer sich um das gesamte Grundstück allerdings kümmern möchte, erhält sogar eine Mietminderung, aber so wie es hier aussah, lässt man da lieber die Finger von. Die Firma als Grundstückseigentümer plant allerdings schon den Abriss der ruinösen Gebäude zugunsten eines Boardinghauses. Die Dimensionen sehen in Zahlen ein Hotel mit über 3.500 und Büro- bzw. Gewerbeeinheiten mit knapp 21.600 Quadratmetern. Seit wann man hier plant, ob man überhaupt noch plant oder ob dieses Vorhaben schon wieder verworfen oder erfolgreich beendet wurde, ist nicht bekannt. Zwischendurch kam bei mir die Vermutung auf, die drei Gebäude könnten auch ein Rittergut sein, aber dazu habe ich keinerlei Hinweise finden können und somit ist diese These auch eher verwerflich. Kurz- oder mittelfristig werden die hier gezeigten Gebäude also sehr wahrscheinlich verschwinden. Der Zustand glich auch eher Kriegsruinen als vermietbaren Gebäuden. Es musste vor einigen Jahren hier auch gebrannt haben. Das erklärt auch den Hergang der Zerstörung, zumindest am Hauptgebäude. Hättet ihr eine Idee, was man aus dem Objekt machen könnte? Lohnt sich nur noch ein Abriss oder könnte man auch mit viel Geld hier noch eine Sanierung wagen? Was meint ihr zu diesem Thema? Schreibt es mir doch am besten in die Kommentare. Thank you.
Ich werde mich jetzt von euch mit noch einigen Bildern verabschieden und mich nach den Sommerferien wieder bei euch mit neuen Objekten melden. Glaubt mir, es wartet noch einiges auf euch. Habt eine schöne Sommer- und Urlaubszeit und gebt mir, wenn euch dieses Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Schaut gerne einmal auf unseren Kanal. Solltet ihr nämlich Lust auf mehr haben, werdet ihr dort auf jeden Fall fündig. In diesem Sinne hören wir uns dann in etwa 5 bis 6 Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter, macht's gut, bis bald und ciao.